Ein paar Worte über Thomas Bouhé für diejenigen im Publikum, die unverschuldet noch nicht von ihm gehört haben. Thomas Bouhé wurde 1920 in Berlin geboren und lebt seit seinem zweiten Lebensjahr in Leipzig und wird voraussichtlich zu seinem 100. Geburtstag als Leipziger anerkannt werden. Er gilt als Vater der E-Gitarrenausbildung der DDR und als Dozent an den Musikhochschulen Berlin, Weimar und Leipzig hat er die ersten Lehrpläne für Jazzgitarre entwickelt. Und ganz nebenbei hat er zwischen 1954 und 1993 auch noch 12 Bücher über das Gitarrenspiel geschrieben. Ich habe sie nachgezählt, es könnte auch ein Dutzend gewesen sein. Das 13. Buch aus dem Jahr 2004 ist eine Autobiografie, in der er seine Erlebnisse während des Dritten Reichs und in der DDR festgehalten hat. Und das ist ein sehr schön zu lesendes Buch, man kann das auch heute Abend erstehen. Und in der ihm bescheidenen Art, eigenen bescheidenen Art, schildert er mit seinen eigenen Worten aus der Wurmperspektive, was einem Musiker im Leben in 4 deutschen Reichen so alles widerfahren kann. Und bitte begrüßen Sie jetzt mit mir den Les Paul von Leipzig, Thomas Bouhé. Thomas, deine ersten musikalischen Erfahrungen hast du sprichwörtlich unter Mutters Flügel in der Schwägrischen Straße 19, keine 300 Meter von hier gesammelt. Stimmt das? Das stimmt, das ist sehr richtig. Man kann die Stelle heute noch besichtigen, allerdings das große Gründerzeithaus ist im Krieg in Trümmer gegangen und da ist jetzt eine schöne grüne Wiese. Das ist wirklich ein Steinwurf von hier. Und als du 10 warst, ich habe mich immer gefragt, ich habe dieses Buch ja mit großem Interesse gelesen und deshalb weiß ich es, aber es könnte interessant sein. Als du 10 warst, baute sich dein Bruder Klaus, wie du schreibst in deinem Buch, nach Quellenstudium mit Geduld und Geschick ein Tenor-Banjo. Wurdest du dann durch ihn zum Jazz-Fan? Das stimmt. Mein großer Bruder, der in allen Fächern des Lebens in allen Bereichen mir 8 Jahre voraus war, wurde natürlich angehimmelt von dem Kleinen, der immer alles gerne auch haben möchte. Und so war für mich das Erlebnis eines Banjo-Spiels auf einem mir unbekannten Instrument ein tiefer Einschnitt, der seine Spuren hinterlassen hat. Jetzt muss man sich mal eine Sache vorstellen, dass das ja gar nicht so einfach war, Jazz-Fan zu sein, als du angefangen hast mit der Liebe zur Musik. Du bist ja in einer Zeit groß geworden, als Jazz quasi noch als Negermusik verpönt war. Und unter den Nazis konnte man ja gar nicht so ohne weiteres Jazz hören oder sogar spielen. In deinem Buch habe ich gelesen, dass allein für die Mitwirkung bei den Pfadfindern gab es 1933 schon eine Gestapo-Akte. Ja, das ist ein groteskes Erlebnis. Vor einem halben Jahr meldete sich der Sohn des bekannten Leipziger Kabarettisten Bernd Lutz Lange mit dem Auftrag, mich auszuhorchen. Ich wäre doch so lange Zeit im Rundfunk gewesen. Er wollte über das Orchester Henkels schreiben. Und das hatte ich gerne. Und dann kam zufällig zur Sprache, dass ich Pfadfinder war. So, ich habe ja auch über die Pfadfinder ein Buch geschrieben. Und da haben wir uns unterhalten. Und da sagt er, warten Sie mal. In den 30er Jahren war das. Und 2 Tage später rief er mich an und sagte, ich muss Sie mal besuchen, ich bringe Ihnen Ihre Gestapo-Akte. Ich war also nach Machtübernahme durch Hitler weiterhin in unserem wunderschönen kleinen Pfadfinderbereich aktiv. Und das war ja natürlich gar nicht im Sinne der Nazis. Da wurden wir, wie heute auch, wie in der DDR, durch die Stasi, damals schon durch die Gestapo, ein Überwachungsapparat aufgebaut. Und die haben rausgekriegt, dass wir also weiterhin illegale Zusammenkünfte im Dachboden hatten. Und genau geschildert, das war also 1931. Und der Ruf der Gestapo erreichte mich in meinem 90. Lebensjahr. Das ist höchst interessant.
mit 17, so habe ich gelesen, haben deine Eltern dann deinem Drängen nachgegeben und, wie ich gelesen habe, für stolze 20 Reichsmark nicht eine Gitarre, sondern eine Klarinette gekauft. Und du schreibst, es war ein sehr hochwertiges Instrument, das weder oben noch unten stimmte, dafür aber in der Mittellage umso schlechter klang. Das ist das Ergebnis auch indirekt über meinen Bruder, der mir von den amerikanischen Orchestern und von Benny Goodman schrieb. Banjo, das war für mich ja überhaupt nicht zugänglich, aber ich hörte diese interessante, durchdringende und fantastisch solistische Klarinette von Benny Goodman. Und nachdem zwei Musikunterrichtsversuche mit dem kleinen Thomas missglückt waren, weil wir noch andere Tätigkeiten nebenher hatten, da hieß es, naja, willst du nicht doch mal was versuchen? Und dann hörte ich Benny Goodman und sagte, ja, Klarinette, das würde ich machen. Da durfte es natürlich keine teure sein. Und die waren unter 500 Mark damals nicht zu kriegen. Und da gingen wir in das Musikgeschäft Zimmermann, das damals hier am Augustusplatz marktführend war. Und der ging dann in sein Reservoir hinter und brachte eine billige Klarinette für 20 Mark. Das war die, von der Christian eben sprach. Und auf der habe ich mich dann ein halbes Jahr rumgequält, bis die Nachbarn sich beschwerten. Und dann wurde umgestiegen, nochmal mit tiefem Luftholen meiner Eltern. Und dann kriegte er Klarinettenunterricht und eine richtige Klarinette. Und die hat mir dann später das Leben gerettet während der Militärzeit. Völkerscharen mussten nach Stalingrad geschickt werden und weil ich so schön Klarinette spielen konnte, kam ich zum Musikchor und lebe heute noch. Vielleicht greife ich vor, aber... Nein, das ist okay. Wir machen das ja ganz spontan. Ein bisschen Kopf muss man sich machen. Das Buch hat 400 Seiten, muss man sich ein paar Sachen aussuchen. Aber dein Weg zur Jazzgitarre war ja nicht weniger kurios. Du hast deine erste Jazzgitarre, wenn ich das richtig gelesen habe, 1946 im Luftschutzkeller gefunden. Das hört sich irgendwie dramatisch an. Tja, das war's auch. Mein Bruder ist vor dem Krieg bereits nach dem Studium des Flugzeugbaus nach Bremen gezogen und war dort bei den Focke-Wulf-Flugzeugwerken. Und dann brach der Krieg aus, 1939. Und er wurde zunächst nach Unabkömmlichkeitsstatus nicht eingezogen zum Militär. Und dann kam doch später, 1944, für ihn die Einberufung nach Norwegen. Und er wollte nicht in Bremen, das stark bombengefährdet war, seine Gitarre aufs Spiel setzen. Da hat er sie zu den Eltern nach Leipzig gebracht und mein Vater hat sie dann im Luftschutzkeller in eine Ecke auf die Kohlen gelegt. Und als der Krieg vorbei war und ich die edle Aufgabe hatte, den Luftschutzkeller aufzuräumen, fand zu meinem bassen Erstaunen eine wunderschöne, in gelben Plüsch gehüllte Roger-Gitarre. Die Kenner unter ihnen werden den Namen Roger kennen. Ich besitze selber eine, die heute leider pünktlich für diese Veranstaltung kaputt gegangen ist. Der Tonabnehmer geht nicht mehr. Aber meine vielen Freunde haben mir ähnliche Geräte angeboten. Und wie gesagt, das war dann die berühmte Roger-Gitarre. Und mit meiner Dampfklarinette, die mir zwar das Leben gerettet hatte, dadurch, dass ich zum Musikchor kam, die konnte mir keinen Lebensunterhalt geben. Aber die gefundene Gitarre im Keller, die war gleich bestaunt und so wurde ich von einem kleinen Kreis früherer jugendlicher Jazzfreunde gebeten, Mensch, mach doch Gitarre. Und das habe ich getan und ich habe immer noch nicht aufgehört. Carlos Santana gab es damals noch nicht. An welchen Gitarristen hast du dich damals orientiert? Genau nach dem, den wir so angenehm im Untergrund gehört haben, Django Reinhardt. Mein Bruder spielte mir damals schon in Bremen, wo ich ihn mal besuchte, als 18-Jähriger Django-Platten und natürlich mit Stefan Grappelli vor. Die schlugen ein wie der Blitz und das waren meine einzigen, sagen wir mal, authentischen Vorbilder, an die ich mich halten konnte.
bis auf das andere Vorbild. Mein Bruder hatte in seiner Studienzeit in Berlin eine Zeit lang Kontakt mit dem Plektrum-Gitarren-Pionier Hans Korsek. Der war eigentlich Arzt, aber Amateurgitarrist und war dann so berühmt und gesucht in Berlin, dass er in fast allen deutschen Tanzorchestern in der Nazizeit Gitarre gespielt hat. Und den traf mein Bruder und ist vom Banjo auf die modernere Gitarre umgestiegen. Und 1938, als 18-Jähriger, habe ich dann sein Gitarrespiel selber erlebt. Und das hat mir dann nach dem Krieg den Anstoß gegeben, es selber mal zu probieren. Und ich habe hier ganz zufällig auch eine Aufnahme von dir mit dem vielleicht bekanntesten Titel von Django Reinhardt, Nuage. Und das ist eine Solo-Version von Thomas Bruch. So gut war ich mal. Aus dem Jahre 1954, 55, da war ich schon ein bisschen auf dem Wege zum Musiker. Ja. Nachdem du unter Adolf keine Musik machen, viele Jahre auch keine Musik machen konntest, einfach weil du im Militär warst, und das Swingtanzen 12 Jahre lang verboten war, hast du mitten im zertrümmerten Leipzig mit den Schwarzen Spatzen und den Lime City Swingers die ersten Jazzbands von Leipzig begleitet. Da mir der Weg zu einem bürgerlichen Studium verbaut war, ich war ja kein Arbeiter- und Bauernkind, wie das damals üblich war, musste ich mir selber was einfallen lassen und ich kam zu einem Kreis früherer Musikliebhaber, die dann eine kleine Band gründeten. Und unter diesen Leutchen war auch eine ganz berühmte Figur des Jazz, nämlich Rolf Kühn, der fantastische Klarinettist, der voriges Jahr seinen 80. Geburtstag feierte und der ja aus Leipzig stammte. Und um den scharte sich eine kleine Dixieland-Gruppe. Noch eine andere wesentliche Galionsfigur war mit dabei, ein junges Mädchen von 20 Jahren namens Jutta Hipp. Die Jazz-Kenner werden sie kennen als dieses große Klavierphänomen, die dann nach Amerika ging und dort leider dem Stress und dem Getümmel in der Szene zum Opfer fiel und 2003 gestorben ist, vollkommen in der Versenkung geschwunden. Das also war die Ausgangsposition. Hat aber, das wissen viele Leute nicht, ich glaube, sie ist der einzige deutsche Mensch, der auf Blue Note Platten aufgenommen hat. Ja. Am amerikanischen Blue Note, also das Jazz-Label schlechthin Blue Note Records. Das waren also die Einflüsse und da ist natürlich immer irgendwo was hängen geblieben. Mhm. Das also waren die ersten Startversuche
mit diesen beiden Bands. Die Schwarzen Spatzen waren dann schon eine Gruppierung von jungen Leuten, die auch mit Musik Geld verdienen wollten. Also nicht bloß zum Spaß, sondern auch als Existenz. Und das hat ziemliche Wellen geschlagen und man musste sich schon anstrengen, damit man dem Ruf gerecht wurde. Und ich habe in deinem Buch gelesen, nicht nur die Musik auf der Bühne war damals improvisiert, sondern auch die Abendgarderobe, so Gardinenstoff, wurde zum Smoking, richtig? Groteskerweise gab es doch zur Nazi-Zeit diese schönen braunen SA-Blusen mit Militärknöpfen und Tasche. Und die wurden schwarz gefärbt und auf die Tasche kam das Monogramm des jeweiligen Trägers und ein weißer Schlips aus Bettlaken wurde verfertigt von einer der Ehefrauen. Da hatten wir ein knackiges Bild in Schwarz-Weiß auf der Bühne. Das war Tanzquintett Die Schwarzen Spatzen. Legendär in Leipzig, bis heute noch bei den Kreisen. Und es scheint, dass du und deine Bands, ihr habt doch eigentlich keine Bar in Leipzig ausgelassen. Da sind so Namen in deinem Buch, von denen habe ich noch nie gehört, aber die fand ich sehr, sehr amüsant. Da gab es ein Casino Altenbrunn oder auch einen Club Femina. Was waren das für Spielstätten? Wunderbar. Die waren natürlich nach dem Krieg, wo viele Bomben in Leipzig gefallen waren, relativ wenig gegenüber Dresden und Berlin. Aber immerhin war Leipzig schon ganz schön. Zur Minna. Und da fanden wir in den Kellerräumen am damaligen Königsplatz, das ist also der heutige Wilhelm-Leuschner-Platz, wo heute die Bücherei, die Stadtbücherei untergebracht ist, im Keller. Wunderbare Räume und der Unternehmer Christian Altenbrunn hat daraus das CA-Casino gemacht. Eine wunderbare Spielstätte mit einem größeren Raum, wo eine 8-Mann-Band spielte. Und in dem hinteren kleinen Raum spielten wir jazzbetonten Schwarzen Spatzen. Das war also eine sehr gute Ausgangsposition. Und da musste man sich schon zu Hause hinsetzen, ab und zu mal ein bisschen üben. Sozusagen Las Vegas in Leipzig. Ja. Wie sah damals so ein Arbeitstag aus? Von wann bis wann hattet ihr zu spielen und welche exorbitanten Gagen gab es? Das Problem war, dass manche noch keine richtigen Wohnungen hatten und irgendwo zu Untermiete wohnten. Ich war als Junggeselle auch noch, wollte meinem Vater nicht zur Last fallen, der auch alleine in seiner Wohnung wohnte. Und habe mir eine Junggesellenbude gemietet, damit ich auch ungestört Gitarre üben konnte. Das war immerhin ganz günstig, es war zwar nicht heizbar und ich spielte im Wintermantel und mit Handschuhen und mit doppelten Socken, aber ich habe überlebt. Und die Spielstätten hatten die Möglichkeit, Kohlezuteilungen zu bekommen, ja, vor allen Dingen im Winter, wenn die Temperaturen stark sanken, wäre sonst ein Auftreten nicht möglich gewesen. Und so hatten wir abends meistens 4 bis 6 Stunden zu spielen, in den größeren Tanzsälen, Mittwochs, Sonnabend und Sonntag und in den kleinen barähnlichen Betrieben 6-mal die Woche mit einem Ruhetag. Und die Gagen waren natürlich heute geradezu lächerlich im Vergleich zu heutigen. Aber wir haben überlebt. Es reichte, um den schwarzen Markt ab und zu mal zu plündern, um mal ein Stück Butter zu kriegen. Also es waren die üblichen, oft geschilderten Zustände in dem Nachkriegsdeutschland. Aber die Musikanten hatten auch die Möglichkeit, im Privatkreis mal zu Kostümfesten oder zu irgendwelchen Jubelfeiern zu spielen. Die waren sehr beliebt. Da waren auch schon reiche Leute drunter, die sich im Anfangsstadium nach dem Krieg schon zurecht gerappelt hatten als Schieber und als Spezialisten für Geldmanipulationen. Und da konnten wir auch als Musiker immer sehr gut abschöpfen. Also ihr habt lange Stunden, 8 Stunden gespielt, aber dafür wenig Geld daneben bekommen. Ja, das ist ein schöner Ausgleich. Genau. Auf der Leipziger Messe 1947 hast du die ersten deutschen Gitarrentonabnehmer, sowas gab es schon sehr früh. Hilos
vorgeführt und die ersten nach dem Krieg gebauten Jazzgitarren vorgestellt. Offensichtlich hatte die Stasi aber auch ein Interesse an Jazzgitarren. Indirekt ja, aber weniger an den Jazzgitarren, sondern hier kommt die Story der Roger-Gitarren ins Spiel. Ich muss das ganz kurz mal schildern, ich versuche es möglichst kurz zu machen. Eigentlich heißt er ja Roger, oder? Ja, eigentlich Roger, aber Deutscher. Roger oder Roger klingt natürlich besser. Und der Erzeuger saß in West-Berlin und er wollte wegen des Vier-Teile-Status in Berlin möglichst in eine Gegend, wo mehr Menschen seine Gitarren kaufen konnten. Berlin wäre also ein zu kleiner Kreis gewesen. Da hatte er versucht, in Markneukirchen Fuß zu fassen. Er nahm also sein Westgeld, was er verdient hat, und ging heimlich das Geld umtauschen in DDR-Mark und hat sich dann kühn und frech wie Oskar in Markneukirchen eine Werkstatt gekauft, seinen Namen Roger dran gehängt und angefangen zu arbeiten. Und jetzt kommt die angedeutete Stasi zum Worte. Das sahen natürlich die eingesessenen Handwerker in Markneukirchen nicht gerne, dass da einer kommt mit einer großen Klappe und mit Westgeld und baut sich da eine Konkurrenz hin. Die Gitarren wollten sie ja selber bauen, was sie zwar nicht konnten, aber sie wollten es wenigstens. Und so wurde er, kurz nachdem ich gerade mit ihm auf der Messe gesprochen hatte, mit dem Rossmeisel, dessen Sohn auf den Namen Roger hörte und dann später die Firma übernommen hatte, mit dem wollte ich ins Gespräch kommen und kam auch. Und er wurde verhaftet und zu 4 Jahren Zuchthaus eingesperrt. Und kurz vorher kam noch seine Sekretärin zu mir und sagte, kannst du nicht ein paar Gitarren von dem Messestand mit nach Hause nehmen? Das habe ich getan. Es waren 15 Stück. Und als die Stasi kam, war der Messestand leer. Und ich hatte 15 Gitarren, die ich dann stückweise für die Firma Rossmeisel verkauft habe. Und dafür durfte ich mir dann am Schluss die schönste oder eine mir geeignete aussuchen. Die habe ich heute nicht mit, die ist rechtzeitig kaputt gegangen, Tonabnehmer. Aber die habe ich 60 Jahre gespielt, eine fantastische Gitarre. Und Roger hat ja jetzt auch noch international auf dem Markt einen guten Wert. Das ist also die Geschichte der Roger-Gitarre. Und die Stasi hat den Rossmeisel dann schließlich ausgewiesen. Und er hat in Mittenwald als erste Station und dann später in Neumarkt St. Veit in Ostbayern eine neue Werkstatt aufgemacht und hat dann bis an sein Lebensende noch ein sehr erfolgreiches Produktionstätigkeit aufgebaut. Der Roger Sohn, das wissen ja auch viele Leute nicht, ist dann rüber nach Amerika und hat, man könnte fast sagen, sind alles Deutsche getan. Er hat bei Fender gearbeitet, bei Gibson, Rickenbacher und also viele Innovationen bei diesen Firmen sind eigentlich deutsch. Ja. Alle guten Gitarren kommen aus Deutschland. Zumindest die anregenden Konstruktionsmerkmale. Und das war wahrscheinlich Rossmeisels größter Verdienst. Der hat also neue Produktionsmethoden erfunden, auch eine Art mehrschichtigen Holzes für die Decke, die sonst wesentlich teurer war, denn von den gewölbten Decken musste ja ein von dem dicken Brett viel weggeschmissen werden. Und das sparte er, indem er 3 dünne nahm und die Mittelschicht von den 3 mit einer anderen Farbe. Und wenn jetzt die Fräsung rausgearbeitet wurde, kam dadurch ein dunkler Rand ringsrum. Die sahen totschick aus, die Gitarren. Und klanglich waren sie auch gut. Zumal ja gerade jetzt der Tonabnehmer, von dem du auch eben sprachst, allmählich bekannt und verbreitet wurde. Und so haben die Gitarren einen tollen Wert gemacht. Einige von Ihnen werden vielleicht schon diese Website über die Roger-Story von Herbert Rittinger gelesen haben. Da ist die ganze Story nochmal sehr schön aufgearbeitet. Posthum. Leider hat der gute Rossmeisel nichts mehr davon. Auch sein Sohn Roger ist früh gestorben.
Mit einem weiteren bedeutenden Leipziger Gitarristen, Dieter Resch, hast du auch Duette aufgenommen. Und ist Matthias Brückner da? Nein, dann darf ich das sagen. Er arbeitet beim MDR. Der MDR ist manchmal ganz brauchbar und hat einige Aufnahmen von diesem ersten Jazz-Gitarren-Duo aus Leipzig erhalten. Da wollen wir mal reinkommen. Das erste Duo, das wir, das heißt Dieter Resch vom Rundfunktanzorchester Leipzig im Jahre 1954 und ich aus der Freien Wildbahn mit zwei fast gleichwertigen Roger-Gitarren im Rundfunk produziert haben. Also eine historische Aufnahme. Mit dem Radio verbinde dich ja einiges. Du hast schon sehr früh beim Sender Leipzig, Berliner Rundfunk, Radio DDR und beim Deutschlandsender gearbeitet. Und ich habe eine wunderschöne Stelle gefunden in deinem Buch. Da schreibst du, dass irgendwann, ich nehme mal an, das war Anfang der 50er, die Zeiten, in denen wir ahnungslosen oder toleranten Redakteuren amerikanische jazznahe Themen und Titel mit deutscher Übersetzung unterjubeln konnten, Anfang der 50er Jahre vorbei waren. Zunehmend bekamen wir banale, hausbackene Schlagerliedchen zugeteilt, die dem verlogenen Tralala-Optimismus der Kulturfunktionäre entsprachen. Nun mussten die Arrangeure das Beste draus machen. Und es scheint, dass du das Beste daraus gemacht hast, weil du bist Arrangeur geworden. Ja, notgedrungen und es hat natürlich Spaß gemacht. Ich war also Teilnehmer der ersten Stunde. Wenn niemand anders da war, dann musste ich tief Luft holen und habe dann verschiedene Lücken ausgefüllt, die sonst eben mit Ausländern oder mit, das ging ja nicht, die Grenze war ja dicht, mit anderen besetzt hätten. Das war also eine große Chance, aus der gebotenen Möglichkeit etwas zu machen. Aber ich glaube, es ging auch ums Repertoire. Man konnte ja nicht alles Mögliche spielen. Ich habe so ein paar Sachen aus den Archiven gefischt. Ja. Und da ist zum Beispiel ein Titel dabei, das ist eigentlich ein Jazz-Titel. How Deep is the Ocean? Wie kann das denn sein, dass ihr einen Jazz-Titel 1960 überhaupt noch spielen durftet? Wir haben ihn genannt, Wie tief ist das Meer? Und von wem ist es? Manuskript.
Eine Zeit lang ging das. Die doofen, wenn ich mal sagen darf, doofen Kontrolleure von der Kultur, die staunten und sagten, naja, wenn das also ein Manuskript ist, das ist ja dann nicht so. Ich war also der Arrangeur und habe das ein bisschen aufgemotzt und das kann man sich jetzt noch anhören. Ein super Beispiel für Schiering-Satz. George Schiering hat sowas auch gemacht und das hören wir mal rein. Werner Pöhland, der ein vielseitiger Musiker war und selber kein eigentliches Jazz-Feeling hatte, aber er war ein routinierter Musiker in der Art der Salonorchester, spielte Geige, Klarinette, aber er arrangierte nicht und er sagte, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr mir es schreiben. Also hatte ich die Aufgabe, die edle Aufgabe, die sogenannten Improvisationsstellen für sein Instrument auszuschreiben. Und er guckte sich das zweimal an und spielte es. Wir haben ihn dann so ein bisschen zurechtgerückt, wo es etwas zickig klang. Und das hat er sehr schön aufgenommen, da war er dankbar. Ich war also der stilistische Berater und hauptsächlich Arrangeur bei dem Werner Pöhland Ensemble. Das erwähnte Akkordeon war deswegen besonders wichtig, weil dieser Akkordeonist ein fantastisches italienisches Instrument, Scandalli, sein eigen nannte. Sowas war also internationale Klasse. Und das sind zwei schon ganz gute Argumente, um eine Band drauf aufzubauen. Das hast du vorhin schon angesprochen, es gab dann auch noch den Trick, einen Jazz-Titel unterzujubeln, den Radiomachern, und ihm einfach einen wirklich deutschen Namen zu geben. Wir haben da ein Beispiel, einen Titel, der Reisefieber heißt, aus dem Jahre 1957. Changes. Und die andere Variante war Tanzmusik mit cleveren Arrangements, und da habe ich ein Stück ausgesucht, bei dem ich mir dachte, irgendwie dieses
Dieses Stück, das hätte einem Miss Marple oder Edgar Wallace für gute Dienste geleistet. Und in diesem Titel pfeift Thomas Bouhet auf alle. Er ist das selber. Auf dem letzten Loch. Ich will noch so vieles erfahren von Thomas. Für den Rundfunk, das ist auch eine interessante Geschichte, gab es ja noch eine weitere Reglementierung. Nicht nur das, was man spielen konnte, sondern auch diese sogenannte 60-40-Regelung. Was war das und warum gab es die? Es ist klar, dass die Musikanten, die ihre Ohren an der Masse hatten und heimlich Rias und alle möglichen Westsender hörten, auch das nun in ihrer Musikpraxis spielen wollten. Aber das war verboten, weil es ja vom feindlichen Ausland kam. Und da gab es dann eine Art Entgegenkommen für die Musiker. Gut, wir lassen mit uns reden. Ihr dürft 40% eures Repertoires mit westlichen Titeln, wenn sie genehmigt sind, die kamen also auch nochmal durch eine Prüfungskommission, und der Rest muss zu 60% DDR-Produktion sein. Das war insofern ganz nett, weil die eigenen Bands dann auch eigene Titel produzierten. Ich bin also auf diese Weise, ob ich wollte oder nicht, als Komponist gefordert worden. Und das hatte ich dann natürlich so komponiert, dass es mein Eigentum war, aber es klang natürlich gelegentlich sehr wie vom Klassenfeind übernommen. So haben wir sie irgendwie immer wieder überlistet. Und das Kuriose ist, dass so eine, ich weiß nicht, ob es 60-40 ist, es können auch 70-30 sein, Regelung wird ja auch immer wieder in Deutschland mittlerweile diskutiert. In Frankreich hat es die ja, dass so das französische Musik viel im Radio läuft halt. Ich wollte noch zu einer ganz anderen Sache, die ganz wichtig für dein Leben ist, kommen. In deinem Buch schreibst du, das ist immer so wunderbar formuliert, was zeigt, dass Musiker ja auch schreiben und sprechen können. Du schreibst da von unerforschlichen Begegnungen, die das Leben scheinbar aleatorisch unter der Menschheit verteilt. Eine singende Säge, 10 Mark und Bratkartoffeln haben dich in den Nachkriegsjahren zum Unterrichten geführt. Wie bringen einen Bratkartoffeln zum Unterrichten? Das ist eine Gewissensfrage. Welcher DDR-Bürger hatte nicht in diesen schlimmen Zeiten der Bevormundung nicht schon mal den kleinen Nebengedanken gehabt, mal in den Westen abzuhauen, wie es damals hieß? Ich hatte zwar mein Elternhaus in Leipzig und war nicht sehr interessiert, aber die schon erwähnte Jutta Hipp, die Pianistin, 20-Jährige, und ein Schlagzeugkollege mit Unternehmungsgeist, der kam auf die Idee, Mensch, wir gehen nach dem Westen und machen sowas Ähnliches wie ein Benny Goodman-Trio. Klavier, Klarinette, Schlagzeug. Wir haben ein bisschen geprobt und es ging ganz gut, unserer Meinung nach. Und eines Tages gingen wir bei Nacht und Nebel nach dem Westen, an den Tegernsee, an den schönen. Da herrschte die Erholungsbrigade der amerikanischen Soldaten und dort gab es schöne Clubs und so weiter. Und da sind wir also ins kalte Wasser gesprungen und haben versucht, dort unten Musik zu machen. Und leider war die Jutta Hipp so gut, dass sie bald in einen Offiziersclub entschwebte. Und wir haben das harte Brot von Amateurmusikern erlebt, die in einem Ausland, wo sich die ganze vornehme Welt inzwischen versammelte, ums Leben kämpften. Und da kamen wir mit einem
Zauberkünstler und einem, eine Art Artisten zusammen, der eine singende Säge spielte. Und seine reizende Frau, wohlgeformt, die sollte auf der Gitarre begleiten. Das klang entsetzlich. Die haben also einen Akkord auf der Gitarre eingestimmt und dann machte sie dreimal Schrumm. Und das waren, glaube ich, bloß 4 Saiten. 6 wären zu viel, zu schwer geworden. Und dann hörte er zufällig, wie wir in unserem Drei-Mann-Band spielten. Und da hatte ich mir vom Department, vom Special Service der Amerikaner, eine Gitarre geborgt und habe darauf 3 Akkorde geschrubbt. Das hat ihm so imponiert, dass er sagte, du musst heute meine Frau Unterricht geben. Und so kam ich unter Forderung nach einer Portion Bratkartoffeln, weil es nämlich nichts zu essen gab, wir hatten ja kein Geld, dass ich und für 10 Mark pro Stunde der hübschen jungen Dame Unterricht gab. Ich nannte das so. Und trotzdem hat mir es viel gegeben, denn ich musste mir was überlegen, wie sage ich es meinem Kind. Das waren also die ersten Versuche auf pädagogischem Gebiet. Mit dieser ersten Schülerin hast du also die Frage geklärt, wie stimmt man die Gitarre und vor allem warum. Und ab 1954 bist du aber dann auch schon unter die Lehrbuchautoren gegangen. Jetzt so aus heutiger Sicht sagt man sich, du hast ja diese ganzen 12 Bücher geschrieben, gab es denn nicht schon genug Videos im Internet 1954? Ja, das wäre schön gewesen. Das heißt, es war für uns schön, denn wir mussten das alles selber schreiben. Und wenn man gezwungen wird, mal zu arbeiten, ist das für die weitere Entwicklung des Menschen ganz heilsam. Also ich kann eigentlich der geschlossenen Grenze gar nicht so sehr böse sein. Wenn ich als Amateurmusiker damals tatsächlich in Westdeutschland geblieben wäre, wo die ganzen schon abhanden gekommenen und geflüchteten großen Kanonen sich versammelt hatten, wäre das ein saures Leben in kleinen Kneipen geworden. Und so war ich unter den Blinden in der Ostzone der Einäugige. Ich hatte eine schöne Gitarre, noch als Zweitinstrument eine weniger schöne Klarinette und freie Hand. Ich konnte also alles Mögliche machen und das hat sich ganz gut entwickelt. Ich darf also eigentlich meinem Schicksal nicht böse sein. Und da sitze ich nun heute noch hier. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ganz gar nicht. Ja. Nachdem du einige Jahre Schüler privat unterrichtet hast, jetzt wird es nämlich auch ein bisschen politisch, das hast du ja auch interessante Geschichten zu erzählen, haben dich deine pädagogischen Fähigkeiten an die Institution Musikschule geführt und von 1962 bis 70 hast du an der Musikschule Leipzig unterrichtet und 1970 hast du gekündigt. Warum? Ja. Ich hatte ja an sich einen ganz guten Stand bei der Musikschule. Aber da gab es so einen Ehrgeiz bei verschiedenen Institutionen, nicht nur an der Musikschule, sondern in allen staatlichen Betrieben, dass man sich einen Namen gab. Und der Name sollte heißen, wir sind die Brigade der sozialistischen Arbeit. Wir mussten also auch an der Musikschule sozialistische Präzision und Arbeitsmoral geben. Und dazu brauchten wir natürlich was, Sie können es mir sicher sagen, was braucht man? Na, den sowjetischen Freund. So, und wie sowjetischen Freunde machen das vor? Und da gab es dann auch eine Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, die DSF. Und da kam der Direktor eines Tages und sagte, also Kollegen und Kollegen, wir wollen jetzt alle geschlossen eintreten in den Verein für deutsch-sowjetische Freundschaft. Dann habe ich gesagt, wieso, ich habe in der Sowjetunion keine Freunde. Meine Freunde sind in der Tschechoslowakei und in Ungarn. Und in Rumänien und in der Schweiz und in Amerika. Mit denen würde ich gerne einen Verein für Freundschaft schließen, aber nicht mit unserem russischen Nachbarn. Das war natürlich eine ketzerische, das ist nicht ganz so krass, wie ich es geschildert habe, aber jedenfalls ließ ich das durchblicken. Und daraufhin sagten sie, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich sage, darüber reden wir nicht drüber, sondern ich möchte hiermit kündigen. Wenn das die Basis deiner weiteren Einstellung ist, in diesen komischen Verein für 1,50 Mark im Monat beizutreten, wenn das also das Lebensglück sein soll, da streike ich.
Da war maßloses Staunen und das war mein Ende an der Musikschule. Aber das Schicksal hatte ein Einsehen und ich hatte weiterhin Gelegenheit, als Pädagoge zu arbeiten, eine Stufe höher. Aber das ist dann vielleicht in deinen Fragen. In Weimar, Ich stieg dann gleich von der Musikschule Leipzig zur Franz-Liszt-Hochschule nach Weimar um. Natürlich auch erst im Anfangsstadium mit Unterricht im Kohlenkeller, weil sie noch keine Unterrichtsräume für die neu eröffnete Abteilung für Tanz- und Unterhaltungsmusik hatten. Jazzabteilung durfte man ja nicht sagen. Aber ich habe heimlich doch meinen Jazz-Stil weiterentwickelt und bin ihn dort losgeworden. Immer wieder überlebt, immer wieder Seitenhiebe und mit aalglattem Fell ist das alles zu überwinden. Du warst dann auch in einer Institution, die es nur in der DDR gab. Es gab eine Prüfungskommission der zentralen Jury für Tanzmusik. Was war das für ein Verein? Die DDR-Kulturabteilung hatte, oder das Ministerium für Kultur, hatte ja für alles strenge Regeln und alles musste kontrolliert werden. Die Berufsmusiker hatten sowieso ihren Berufsausweis. Ohne diesen Ausweis durften sie nicht öffentlich auftreten, wenigstens nicht, um Geld zu verdienen. Und das ging auch bis hinein in die Kreise der Amateurmusiker. Und die hatten auch, ehe sie einen Ausweis bekamen, ihre Fähigkeiten nachzuweisen. Und da wurden also regelmäßig erst im Kreisbereich, dann im Bezirksbereich und dann schließlich im Gesamt-DDR-Bereich künstlerische Ausscheide durchgeführt, wo die Kapellen vorspielen mussten. Und das war immer eine ganz interessante und amüsante Angelegenheit, wo die Leute alle ankamen. Die wurden dann eingestuft nach bestimmten Leistungsstufen von Elementarstufe, Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Sonderstufe und jeweils eine Mark pro Stunde mehr gebilligt. Ob das eingehalten wurde, ließ sich natürlich nicht kontrollieren. Aber jedenfalls war das erstmal das Gerippe, in dem die ganze Amateur-Tanzmusik eingebunden war. Und ich als einer der schon etwas weiter fortgeschrittenen musikalischen und schon mit einem gewissen Bekanntheitsgrad kriegte dann die Aufgabe, mit in der zentralen Jury mitzuwirken. Da kam dann also der FDJ-Funktionär und der Genosse so und so und der Musiklehrer aus der Musikschule und dann natürlich auch noch ein Fachmann. Und der Fachmann war ich als Mitglied von verschiedenen Orchestern und war dann also eine Zeit lang Juryvorsitzender und habe mir dann auch mit dem Auto kreuz und quer durch die DDR gefahren und diese Ausscheide für den Erwerb des Musikerausweises war also Grundbedingung. Es war von heutigem Standpunkt der vielen Arbeitslosen, die herumwimmeln, war das eine ganz gute Sache. Viele kriegten da so kleine Nebenjobs als künstlerische Mitarbeiter im Kabinett für Kulturarbeit und all solche Dinge. Also natürlich alles auf einem so bescheidenen und armseligen Niveau, dass man da nicht leben konnte. Aber die Leute hatten was zu tun und waren bescheiden. Aus unserem heutigen Lebensstandard betrachtet ist das nicht zu verstehen. Wir haben uns ganz wohl gefühlt. Das bringt uns ja auch zu dem großen Thema Volksbildung. Und da gibt es so zwei Passagen, die fände ich toll, wenn du uns da ein bisschen vorlesen würdest. Ja, ich habe ein Buch zufällig hier da. Ja, gut. Man sollte auch dazu sagen, ich bin so begeistert, wenn Thomas das immer erzählt. Und das ist auch alles so erstaunlich. Er war nie in der NSDAP, er war nie in der SED und er war nie in der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Und er lebt immer noch. Und er lebt noch, genau. Das ist geradezu eine Unverschämtheit. Ja, ich habe hier einen kleinen Abschnitt, dass ich diese ganze Lehrgangstätigkeit aufgeführt habe. In der Rückschau zeigt sich ein fast verklärtes Bild künstlerischer Aktivitäten, von denen das ganze Volk mitgerissen wurde. Ohne Zweifel verhalf das staatliche Prinzip von Anordnung, Kontrolle, Belohnung durch Prämien,
Bestrafung durch Rückstufung des Tarifs dazu, den Ehrgeiz der Musikanten anzustacheln und Leistung zu steigern. Nach einem langfristigen Konzept wurden alljährlich in Großveranstaltungen Wettbewerbe der Amateur-Tanzkapellen durchgeführt, die damit ihre Popularität steigerten, Urkunden, Medaillen und höhere Gagen einbrachten. Leistung, Qualifizierung, Wettbewerb, wie in der Wirtschaft gefordert, bestimmten auch hier das Ziel. Ein Lehrgangssystem bot Gelegenheit zu persönlicher Weiterbildung in allen Bezirken der Republik, wo geeignete Häuser, Kulturpaläste, Schulen oder Produktionsbetriebe Raum zur Verfügung stellen. Wie wäre das alles schön gewesen, wenn da jetzt richtige Menschen gesessen hätten und nicht Parteibonzen? Deine Biografie schließt mit den Worten: Da sitze ich nun auf meinem Rentnerplatz Deluxe und betrachte kopfschüttelnd das von allen guten Geistern verlassene Treiben auf dem blauen Planeten. Worüber schüttelst du heutzutage den Kopf? Ich schüttle den Kopf darüber, dass es in den vier erlebten Möglichkeiten, einen Staat ins Leben zu rufen, nicht möglich war, die Menschen zu einer selbstständig geprägten Bescheidenheit zu kommen, sondern dass das Streben nach Wahnwitz und nach übermenschlichen Zielen auch falschen Ehrgeiz weckt und Konkurrenzneid und solche Dinge. Es ist praktisch keine Möglichkeit, das irgendwie in geordnete Bahnen zu bringen. Durch eine Diktatur, das haben wir gesehen, hat keinen Zweck, das wollen wir nicht. Aber die Freiheit, die so ausgeübt und maßlos missbraucht wird, ist auch keine Lösung. Ich habe also überlebt, indem ich mich schön in meiner Nische mit Freunden, die bis heute noch besteht, oder den Zeitgenossen, Altersgenossen, zu überleben. Aber immer draußen rauschte der Wahnsinn der Welt vorbei und hat uns nicht getroffen. Ich habe kein Rezept. Das machen die Rezepte müssen die Berufspolitiker heranbringen und vorlegen. Mal sehen, ob noch irgendwas gelingt in nächster Zeit. Ja, aber das ist ja eine Basis, zumindest jetzt, wenn wir Musik machen, nicht. Aber im Moment ist es noch eine basisdemokratische Veranstaltung. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Falls nicht, dann würde ich sagen, der Thomas ist ja noch den ganzen Abend hier. Er gibt auch Autogramme. Und Loriot, der sogar noch 3 Jahre jünger ist als du, hat gesagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Und Thomas Bouhier sagt, ein Leben ohne Musik ist unvollständig. Und ich sage, Leipzig ohne Thomas Bouhier wäre das auch. Ich danke dir für dieses Gespräch. Einen herzlichen Applaus für Thomas.